Hermann, du hast deine Figur auch nur, ne, weil du dich vom Haltbarkeitsdatum auf Lebensmittelpackung immer unter Druck setzen lässt, ne? Ja, und ganz bittere Pille bei den Pillen für Union. 5 Gegentreffer in 30 Minuten. Passiert das hier? Hermann! Gehe ich immer zum gegnerischen Trainer und sage, komm, 5 Buden in 30 Minuten, machen wir Remis. Ja, die Union hat zuletzt so auf den Sack gekriegt bei der Bundestagswahl. Xabi Alonso hat wohl in der Halbzeit gesagt, dranbleiben und weiter drücken. Das sage ich zu meinem Hermann auch, wenn er bei uns auf dem Pott sitzt. Ferdinand! Falls dir heute noch keiner gesagt hat, wie hübsch du bist, dann wünsche ich dir ganz viel Glück für morgen. Ja, und auf Schalke ist die Lage weiter wie bei uns. Besäufniserregend. St. Martins Umzug auf Schalke wird dieses Jahr gesponsert vom Payback. Da teilt er St. Martin nicht einen Mantel, sondern die Punkte. Na, Andi, du hast ja letztens auch im Rewe eine Packung Kondome zum Fremdgehen gekauft und hast aber noch Treuepunkte bekommen. Hier mein Tipp für alle Erzieher in den Kitas. Habt ihr ein Kind, das Schalke-Fan ist? Stellt er dem Laternenumzug bitte nicht nach ganz hinten und sagt, so, du bist ein Schlusslicht. Als Reis, was willst du denn da jetzt noch machen? Neue Methoden müssen ran, keine Ahnung. Statt Sprinttraining Klingelstreiche. Und irgendwann merkst du dann so, ach so, ja, mein Kader ist dafür nicht zu alt, aber leider zu langsam. Das wird ein ganz harter Winter auf Schalke. Oder wie die Eichhörnchen immer sagen, wir leben von unseren wenigen Ersparnissen. Aki, mach doch alles alleine. Du gehst abends auch immer mit einer Schüssel Nudelsalat durch die Stadt, nur dass die Leute denken, du hast Freunde, ne? Ist ja wieder englische Woche. Ich bin ja dafür, die englischen Wochen in FIFA-Wochen umzunennen. Ja, sicher. Nations League, Super League, WM im Winter. Ey, ganz ehrlich, rund um den Infantino. Ich glaube, der Infantino, der träumt auch nachts von einem tollen Strandspaziergang mit warmem Sand und wird dann wach und hat seine Füße im Katzenklo. Wir sind auf einem guten Weg im Fußball. 2024 hat dann jede Mannschaft 58 Spieler im Kader und darf in jedem Quarter so viel wechseln, wie sie Lust hat. Bleibt der Infantino an der Spitze des Fußballs, dann hat der Fußball irgendwann so ein Image wie die Tour de France. Bei der FIFA denke ich mir auch immer, ne? Man braucht gar keine Laktose, um intolerant zu sein. Stefan, du bist echt einzigartig, ne? Jedenfalls hofft das der Rest der Mannschaft. 11.11. ist ja auch noch, wir machen eine kleine Karnevalsparty. Pilz besorg ich diesmal. Die Jungs letztens ein Fass besorgt, ich mir da eins, das hat geschmeckt. Ich glaube, die haben zum Brauen von dem Zeug das Wasser aus der Wildwasserbahn vom Phantasialand benutzt, ey. Kostüm habe ich auch schon, ich gehe als Bestatter. Kriegen die Jungs von mir so ein Merch-Geschenk hier. Ein Eisschaber fürs Auto. Steht dann drauf, Uwe der Bestatter, hier kratzen sie besser ab. Stefan geht dieses Jahr als Zalando-Paket. Kann sich seine Olle jedenfalls einmal freuen, wenn er voll nach Hause kommt. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der ist letztens um 23.59 Uhr und um 0.01 Uhr aufs Laufband gestiegen, dass er endlich mal 2 Tage hintereinander Sport macht. Ja, und ganz bittere Pille bei den Pillen, für die Pillen, bei Union. Genau, das ist denn heute los? Nochmal. St. Martins Umzug auf Verschalk. Nochmal. Hier mein Tipp für alle ErzieherInnen. Nee, nochmal. Das wollte ich gendern als Uwe. Falls ihr Kinder habt, die Schalke-Fans sind, stellt die bitte nicht ans... Nochmal. Ja, jetzt sind die ja wieder... Nochmal. Bleibt der Infantino an der Spitze des Fuß... Hermann! Du hast deine Figur auch nur, ne? Weil du dich beim Haltbarkeitsdatum auf Lebensmittel... Sag mal, warum kann man auch so einen Scheiß... Das ist ja wieder so ein deutscher Haltbarkeitsdatum auf Lebensmittelpackung.